Hallo, ich bin Alina Kani. Hi, ich bin Max Felder und wir sind heute beim Sony Europa Hörspielquiz und werden heute quer durch die Palette von die drei Fragezeichen, TKKG, Hani und Nani und was weiß ich noch versuchen, Fragen zu beantworten und im Idealfall richtig zu liegen. Time for Nostalgie! Wie heißt das Internat, auf das Hani und Nani gehen? Lindenhof, Birkenhof oder Eichenhof? Das weiß ich! Lindenhof! Wieso weißt du das? Ja, weil ich schlau bin und du nicht. Hani ist mein großes Vorbild gewesen, weil die hat auch immer nur Schmarrn gemacht. Aber es gab die eine, die war lustig und so ein bisschen crazy und die andere eher so introvertiert, ne? Ja, Hani ist crazy. Wie heißt der Zwillingsbruder des Meeresmädchens Aquina aus Rulantica, den sie in der Menschenwelt finden möchte? Erik, Theo oder Mats? Boah, ist da ein Loch drin jetzt? Ich meine mich zu erinnern, weil er ist ja auch ein Mensch und ein Mensch fängt mit M an. Was ist das denn für eine Erklärung? Mats, C. Das ist nicht dein Ernst, Alter, das ist nicht dein Ernst. Hast du das jetzt geraten? Nein, ich bin klug. Ey, das ist Hanebüchen, deine Erklärung. K-L-U-K bin ich. Ich glaube auch. Wie heißt Gabis Hund von TKKG? Carlo, Oscar oder Tobi? Oscar. Was ist der? Hättest du gesagt? Ja, auch Oscar. Das ist eine Lüge. Ich du hättest Lüge. Wieder gesagt, Hund beginnt mit Guck, H, der heißt Heinrich oder so. 100 Pro, ich schwör's dir, so hättest du das gelöst. Nein, das hätte ich gewusst. Okay, pass auf, wir machen das so ein bisschen. Bist du nach Schulbank früher? Das ist meine Hälfte. Du kannst einen Ordner aufstellen. Warst du so jemand? Bei dir hätte ich das gemacht, ja. Ich hätte es bei keinem gemacht sonst. Führe den Titelsong weiter. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall, egal wo und wie, oder für ein bisschen Geld. Ich sag B, aber für ein bisschen Geld ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin für A. Ich weiß nicht. A. B. Nein! Das ist halt für mich, das ist komplett random. Das reimt sich, hast du nicht zugehört? Wir lösen jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. Mein Gott, Grundwissen. Ich bin mehr nach Logik gegangen. Grundwissen? Der erste Fall der drei Fragezeichen heißt und der Phantomsee und der Karpatenhund oder der Superpapagei. Nein, du wolltest A sagen, du wolltest A sagen. Nein, sie sagt Superpapagei. A sagt sie. Superpapagei. C wie Papagei, ist doch klar. Was hat Gabis Hund? Er ist blind, er ist auf einem Ohr taub. Oder er kann nichts riechen. Kennst du das, wenn es so blinde Hühner gibt? So bist du gerade mit dem Buzzer und so ist auch der Hund von Gabi. Blind. Schade. Aber gut. Wie heißen die drei Fragezeichen? Jens, Jochen und Hans, Justus, Peter und Bob oder Kevin, Justin und Oleg? Oh, Alter, was ist mit dir? Oh mein Gott. B. Ich kann sogar die Nachnamen. Justus, Jonas, Peter, Shaw, Bob Andrews. Wie heißt der Ort, in dem die drei Fragezeichen wohnen? Rocky Beach, Seattle oder New York? Ah, Rocky Beach. Boah, den Punkt muss ich mir holen. Ein Mitleidspunkt für dich. Danke, danke für das blinde Huhn. Wie heißen die fünf Freunde? Jim, Daniel, Agatha, Gustav und Luna die Katze? Jens, Dennis, Alma, Gerd und Toni der Hund? Oder Julian, Dick, Ann, George und Timmy der Hund? C. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir nehmen C. Was für wir? Yeah. Wie lautet der Nachname von Hani und Nani? Müller, Georg oder Sullivan? Hey, aber ich hab's ein bisschen erwischt diesmal. Ich hab's ein bisschen zumindest erwischt. Ja, heul nicht so viel okay, rum. Regie. Auf jeden Fall Sullivan. Weil ich hab das natürlich gehört. Ich hab ja gesagt, Hani, großes Vorbild. Wie heißt das sechste Hörspiel der Huibu Neue Weltreihe? Botschaft des Bösen, Botschaft der Nacht oder gruselige Botschaft? Ja gut, da können wir erstmal ein bisschen überlegen. Ich finde, Botschaft des Bösen ist für Kinder vielleicht zu gruselig. Gut, guck mal. Wenn wir jetzt gerade am Anfang sind, der neuen Ära, ja, dann ist am Anfang erst so Einführung, dann so Durchführung, dann so Abführung. Ich würde sagen A oder B. Aber A ist für mich irgendwie so für Kinder, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es A, aber ich würde sagen B oder C. Ja, wir sind doch kein Team. B. A. Nee, es ist A, ich schwör's dir, es ist A. Nein, das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, wie kann ich denn so? Ja, es läuft.
wann wurde bei Europa das erste Hörspiel von Hanni und Nanni aufgenommen? 1995, 1972 oder 2000? Ich sag 72. Ja, ich wollte das Älteste, ich habe das Erste nicht. Ich bin jetzt mal danach gegangen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ich habe Hanni und Nanni nicht gehört. Ich glaube, das war einfach nicht so mein Kinderhörspiel-Metier. Aber ich denke, dass es einfach, dass ja einfach früh das schon aufgenommen wurde. Wie heißt das sportliche Hörspiel, das sich um die Mannschaft von Team Blau-Gelb dreht? SC Devil, Teufelskicker oder Kick den Teufel? Ich bin ja Profi mit Ballsport und ich kann gut mit Bällen umgehen. Das sind natürlich die Teufelskicker. A, möchtest A sagen? Nein, verwirr mich nicht. Sie möchte A sagen. Nein, sie meint natürlich C. B wie Teufelskicker. Das Problem ist, ich weiß es alles, aber du bist tatsächlich einfach schneller. Ich bin halt jung. Wie heißen die drei Ausrufezeichen? Beate, Paula und Clara? Caro, Judith und Melanie? Oder Kim, Franzi und Marie? Und einfach nur drücken! Und einfach nur drücken! Dann sag... Das ist ganz klar B. Ja, das ist natürlich C. Die drei Ausrufezeichen habe ich früher die ganze Zeit gehört und ich wollte selber immer Detektiv werden. Drei Ausrufezeichen ist als Pendant zu den drei Fragezeichen. Ja. Wie hieß Huibu als Ritter? Alois, Balduin oder Ralf? Ich weiß es. C. B wie Balduin. Man muss aber dazu sagen, bei mir sind die Hörspiele halt auch schon länger her als bei dir. Du hast sie wann das letzte Mal gehört? Gestern. Der Trainer und die Co-Trainerin der Teufelskicker heißen Robert Kohlmann und Ruby, Norbert Kohlmann und Rebecca oder Schorschi und Rebecca. Ich finde Schorschi und Rebecca ziemlich süß. Finde ich auch süß. B macht für mich auch absolut Sinn. Buzzert mal und sag mal A, es ist 100 pro A. Wenn ich sag B oder C, ist es 100 pro A. Probieren wir es aus? Ich sag B. Nee, du musst A sagen. Das war wirklich geraten gerade. Das war wirklich geraten. Oh Mann, ey, meine Theorie funktioniert irgendwie nicht. Nein. Wer der drei Detektive ist für Recherche und Archiv zuständig? Peter Shaw, Justus Jonas oder Bob Andrews? Bob Andrews! Ich mochte am liebsten Peter, weil der auch eher so... Ich mag halt die Verpeilten immer am liebsten. Der ist immer auch so ängstlich und so nicht so wie Justus, der so alles besser weiß. So wie du. Obwohl du weißt genau, ich wollte gerade sagen, hä? Ich überlege gerade, welcher es von denen war, denn einer von denen hat Gollum gesprochen. Deswegen finde ich den grandios. Es ist nicht Justus, ich glaube Bob Andrews ist Gollum. Und deswegen fände ich den super, wenn es Bob Andrews ist. Wie heißt der Verein der Teufelskicker? SV Blau-Gelb, SC Grün-Rot oder FC Blau-Weiß? Das habe ich dir jetzt halt gelassen. Weil ich habe das Gefühl, ne? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du es mir gelassen hast. Normalerweise ist das Ding ja schon am Boden. Und dann käme eine Anekdote und eine Herleitung des Teufels. Warum heißt Willi auch Klößchen? Weil sein Lieblingsessen Klöße sind, weil er viel nascht oder es wird nicht aufgeklärt. Das ist ja offensichtlich. Ja, komm. Klößchen, sein Papa. Ja, das weiß ich nämlich. Das will ich jetzt nicht sagen. Der arbeitet auf jeden Fall irgendwo. Auf jeden Fall hat er die Liebe dann zu einem speziellen Essen entwickelt, eine Nascherei, deswegen B. Yeah! Schokolade! Schokolade! Wie heißt die von Huibu geraubte Ahnenfrau? Rosalinde, Brunhilde oder Arabella? Oh, warte mal. Brunhilde. Das kann nicht sein. Ich glaube, dann ist es C. Okay, geil. Was? Du hast was falsch! Wie heißt der Platzwart, der Teufelskicker? Peter, Schorschi oder Harald? Oh. Ich sage, es ist der Schorschi. Yes! Fußball ist mein Ding. Gabis Vater arbeitet als Kriminalkommissar, Feuerwehrmann oder Obstverkäufer. Ah, Kriminaldings. Kommissar. Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil er hilft auch den Ganzen dort. Ich will es nicht ausführen. Nein? Nein, weil was? Ich weiß, was ich ausführen soll. Ist okay. Wie heißt der sechsbeinige Oktopus aus dem Hörspiel Rulantica? Snorri, Schmolli oder Simpson? Oh, warte mal ganz kurz. Ich glaube... Ah! Ja, das wollte ich auch sagen. Ja! Ja. Kriegt er. Woo! Yeah! Glückwunsch. Danke. Aber immerhin habe ich ein paar Punkte auch bekommen.
Das war das Hörspielquiz. Ich glaube, wir hatten beide extrem viel Spaß. Yeah. Ich habe einiges aufzuholen. Ich muss noch mal nach Hause und ein bisschen was nachhören. Hab einiges Alles. Aufzuholen. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Hört Mal. Hört doch gerne auch wieder rein. Okay, ciao. Tschüss. Wenn euch das interessiert hat und ihr wieder richtig Bock auf Hörspiele habt, dann hört doch hier mal rein. Oder hier. Und abonniert den Kanal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.